Es ist Cypher-Samstag. Nein, Nintendo. JCC 2020, Bewertung 16, Gruppe E, los geht's. Was geht ab, ihr jämmerlichen Schwachköpfe? Es ist Cypher-Samstag, meine Brusthaare sind on fleek und... Läuft bei Julian. Wir sind bei Gruppe E. Diese Welt war das, sie haben kein... Mich wundert es echt, dass der Letzter geworden ist, obwohl ich Soap Boys keine Downloads hatte. Auf Platz 4 haben wir Gurvir und das ist nicht sonderlich überraschend. Schon in der Quali-Phase wurde Gurvir nicht besonders gut angenommen, warum auch immer. Gurvir hat das beste Gimmick diese Woche. Mich hat er auf jeden Fall hops genommen, weil das Video genauso anfängt wie bei seiner Quali, was natürlich in der Corona-Cypher nicht schlimm wäre. Aber dann kommt der Switch ins richtige Video und der, ich nenne das jetzt mal Prank, geht voll auf. Was den Rest angeht, so bringt Gurvir hier ein stimmiges Gesamtpaket, ein angenehmes Soundbild, einen stabilen Flow und eine melodische Hook. Das ist alles gut, aber nicht am besten diese Woche. Was er aber am besten macht, ist Sommer-Vibes rüberbringen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das wirklich Absicht gewesen ist, denn inhaltlich soll das, glaube ich, Gangster-Rap sein. Aber mit dem Sound hat das für mich nichts mit Gangster-Rap zu tun und es kommt alles eher locker flockig rüber. Bitte bin ich nur ein Tagträumer. Drogenübergabe in den Parkhäusern. Drogenübergabe in Parkhäusern. Locker flockig, echt jetzt. Das soll ein fröhlicher Sommerhit sein, echt. Häusern kann ich ihm nicht wirklich abkaufen mit gute Laune Sommer-Vibes. Übergibt. Gute Laune Sommer-Vibes. Merke ich gar nicht. Er hat Drogen in Parkhäusern, machen das seine Kumpel, finden Drogenübergaben in Parkhäusern statt und er weiß nur, dass es sowas gibt. Will er Image-Rapper sein? Will er real sein? Das ist mir persönlich alles ein bisschen zu oberflächlich, um es ernst nehmen zu können. Rein vom Sound her ist aber alles auf einem stabilen Level. Auf Platz 3 haben wir die Soap Boys oder den Soap Boy, der anscheinend schizophren ist und zwei oder mehr Persönlichkeiten in sich trägt, weil er sowohl der Artist am Mikrofon ist, als auch der, der anscheinend den Beat gemacht hat. Und er hat ein Lied über die schönste Scheide gemacht. Das ist natürlich bei den ganzen Pussy-Modellen, die so rumlaufen, sehr subjektiv. Leider konnten keine Download-Likes generiert werden, weil das Thumbnail nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen ist. Ich kann nur nochmal explizit darauf hinweisen, dass es wirklich wichtig ist, ein qualitativ hochwertiges Thumbnail einzureichen. Das sind jetzt Hauptsache bei Anti und Jasper. Nee, ich verstehe es nicht. Warum erstellt Julian bei Jasper und Anti selbst ein Thumbnail, aber bei ihm nicht? Verstehe ich nicht. Um dieses Problem zu umgehen. Der Soapboy hat definitiv das beste Thema diese Woche. Auf dieser Softie-Plattform hier kann ich das jetzt leider nicht wirklich vertiefen, warum das so ist, weil das sonst zu hart werden könnte, wenn ihr darin eingeführt werden würdet, was ich von diesem Thema halte. Der Soapboy hat diese Woche außerdem den chilligsten Vibe und er hat die beste Kawasaki. Finde ich auch. Aber ihn hätte Julian ja ruhig auch so ein Thumbnail machen können. Komm ich nicht klar. Warum gibt es keine Yelp-Kritiken für Menschen, die hier gerne Menschenfleisch verzehren? Dabei bin ich doch schon schnell zufrieden. Nur etwas Niere auf meinem Teller hätte ich gern. Nur ein Stück von deinem Bein, Bein, Bein. So schlimm kann's nicht sein, sein, sein. Auf Platz 2 sind die Nirvana Seekers und diesmal geht es um den Verzehr von Menschenfleisch und der Kontrast aus Sound und Inhalt wie in der Qualifikation wird konsequent fortgesetzt. Gerade der erste Part ist inhaltlich besonders stark. Ich hab Rechte wie ihr alle, ey, ihr macht das Ganze nur, um euch besser zu fühlen, die ganze Sache ist nicht cool. Die Diskriminierung von Kannibalen ist nämlich ein echtes Problem. Wer kennt das nicht? Man amputiert irgendwem das Bein, würzt es mit etwas Salz und Pfeffer, kaut genüsslich drauf rum und alle rasten komplett aus, als wäre das in irgendeiner Form unnormal. Absolut. Ja, und das sind genau die, die Kühe fressen und Schweine und Hühner. Esst alle Menschenfleisch. Nicht nachvollziehbar. Die Nirvana Seekers setzen hier ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung und dafür gibt es 10%. Außerdem haben die Nirvana Seekers diese Woche das beste Konzept, auch wenn es nicht mehr ganz so fresh ist wie bei der Quali. 10% für den geistesgestörtesten Humor diese Woche, 10% für den besten Spit,
hole ich mir die Nieren zum Dinieren und 10% dafür, dass sie sich für den Tierschutz einsetzen und stattdessen Menschenfleisch essen. Ja, die Nirvana-Seeker sind gute Menschen. Lebenslauf abgefuckt, Szene taub, Dasch genackt, Seelenhaupt angespannt, jeder auf Sprachgesang. Was mich prägt, blattern Leid, Schmerz und Hass. Fick dein Gelaber, ich red nicht, ich mach. Gopnik ist diese Woche auf Platz 1 und er ist das Beste, was Deutschrap diese Woche passiert ist. Komm. Bei mir war Platz 3. Blätterabriss, bestes Gesamtpaket, bester Flow, best. Okay, Julian, übertreib. Aber nur 24 Download-Likes, der hat weniger Download-Likes als Gourvier. Bester Beat, bester Moonwalk, bestes Video, beste Hook, bester Style, komplette Nassrasur. Bester Rückwärtssalto. Was Gopnik hier abgeliefert hat. Der sollte auch nach diesem Turnier noch einiges reißen und nach dieser schlachtschiffartigen Runde stehen seine Chancen gar nicht mal so schlecht für einen Turniersieg. Das ist krasse Mucke, aber ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, wie sich krasse Mucke anhört, nach dieser ganzen Sinnflut aus Scheiße die letzten Jahre. Hier nochmal alles auf einen Blick. Gleich um 18 Uhr kommen Avuset und Maney, Mechas und Brockstar, Flow und Detox Vengeance. Flow sieht ja richtig nice aus mit dieser weißen Maske. Damit ist er cagey mit einer weißen Maske. Jack von Crack ist im Hintergrund von Detox. Aber Detox hat... Jack von Crack ist kein Feature, oder? Nee, glaube ich nicht. Aber schön, dass er auf dem JBB-Kanal zurückkehrt. Lebenslauf abgefuckt, Szene taub, Dasch genackt, Seelenhaupt angespannt, jeder auf Sprachgesang. Was mich prägt, blattern Leid, Schmerz und Hass. Fick dein Gelaber, ich red nicht, ich mach. Fokus nur auf Kies, der eine schwitzt, der andere dealt. Der Benzer das Ziel, nur enorm Heradin, nur Bacardi. Ja, an sich bin ich schon zufrieden mit denen, die weitergekommen sind. Ja, Gopnik wird auf jeden Fall noch Cast.